Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die Pferdekrokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Review, zu einer neuen Hörprobe hier auf meinem Kanal. Wir haben den 9. Dezember und heute ist das Album von Wargsheim erschienen, In the Tower of Ivory. Das Ganze unter Crawling Chaos ist, glaube ich, auch das Einstandsalbum, also quasi das erste Album, was unter Crawling Chaos, glaube ich, erschienen ist, soweit ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, das ist das vierte oder fünfte Album. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Band noch nie gehört. Also vom Namen her kommen mir Wargsheim sehr bekannt vor, aber ich könnte jetzt auch keinen Song einordnen. Wir legen die CD erstmal ganz entspannt ein und hören uns den ganzen Sound mal gemeinsam an. Dann gibt es natürlich noch ein schönes bisschen Text, den ich bekommen habe von Crawling Chaos. Macht es mir natürlich unfassbar einfach alles. Oder entspannter auf jeden Fall. Dip, 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 dip. Da hat der CD-Player ein bisschen gesponnen. Wir fahren mit The Serpent and the Father. Hier hinten könnt ihr auch übrigens nochmal alles ganz entspannt sehen. Wir haben hier 2, 4, 6, 8 Songs. Deutsch, Englisch, gemischt. Und bevor wir uns den Text angucken, ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Black Metal oder so. Oh, die Gitarre am Anfang, die schreddert auf jeden Fall schon mal ordentlich im Kopf. Na, komm her. Kennt ihr das? Wenn dieses Booklet einfach nicht raus will, weil es irgendwo festhängt. Nervig. Das ist so nervig. Verdammt. Jetzt kriege ich das Booklet nicht raus. Ich will es natürlich auch nicht kaputt machen. Jetzt. Nee, jetzt auch nicht. Mein Gott. Hallo. Nein. So, hier haben wir das Booklet. Es hat jetzt gerade etwas gelitten. Das ist sehr unschön. Das tut mir sehr leid. Das war, Anführungszeichen, Gott sei Dank nur die Hauptseite. Natürlich sehr ärgerlich, weil ich das jetzt irgendwo verhakt hat. Ach. Okay, ein Einblick hier ins Booklet. Ne? Schön leserlich vor allem. Das muss man hier gleich an der Stelle mal sagen. Ich setze mal kurz die Kopie auf. Sehr, sehr schwerer Anfang, ne? Also von den Gitarrenriffs her. Obwohl diese eine Gitarre, die im Hintergrund da, die immer so gefühlt so ein bisschen nach oben geht. Das klingt schon geil. Das klingt schon geil. Wargsheim, Narwhal, Drums und Violine, Kilt, Vocals und Guitars und Halves an Vocals und Bass. Hier seht ihr die Jungs auch nochmal. Ein Dreiergespann. Boah, ist wirklich sehr, sehr tiefe Riffs, ne? Das muss man echt, alter Schwede. Also entspanntes Tempo, schwere Riffs. Bei The Serpent and the Father. Wir gehen mal rüber zum Schlüssel zum Selbst. Das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Das ist auch mal geil, ne? Wenn du so aus dem, wenn du merkst, wie aus dem Hintergrund so die Instrumente so langsam in den Vordergrund rücken. Dann gucken wir mal. Was man mir hier an Text gegeben hat. Wargsheim. Seit der Gründung Wargsheim im Jahr 2005 steckt mehr in der DNA der Band als purer Black Metal. Schon auf der ersten Demo konnte das Trio aus dem Gegend um Würzburg, das seit über 50 Jahren in gleicher Besetzung besteht, die Finger nicht von diversen Spielarten des Rock lassen und verflocht diese auf den folgenden Veröffentlichungen immer verzierter zu einem sehr individuellen Stil. Die Brüder Kalt, Gitarre, Gesang und Harfs, Bass und Gesang sowie der Schlagzeuger Narwhal bleiben ihrer Linie treu, indem sie keiner vorgegebenen Linie folgen.
Was ja schon mal gut ist, ne? Immer, man sollte grundsätzlich auch, wie im wahren Leben, wie in der Musik, auch immer sein eigenes Ding machen. Hauptsache, du bist damit zufrieden. Wir sind ja jetzt beim Deutschen, ne? Schlüssel zum Selbst. Finde ich besser. Passt besser. Ja, dieser Sprechgesang oder was das jetzt gerade ist, das gibt so eine geile Atmosphäre wieder, ne? So eine, ja, süßere, unheilvolle Stimmung, wenn diese Stimme so ganz dezent im Hintergrund gehalten ist. Das ist schon geil. Nach dem Release einer Demo 2006 und einer Split-CD mit Nahes Projekt Hillskjalf 2008 in Eigenregie wurde das erste Album Weltfremd 2010 über Düster Vibe Productions veröffentlicht. Hier folgte kurze Zeit später auch die Split-CD mit Imperium Decadence 2011, deren Live-Musiker die drei seit 2018. Die darauffolgenden Alben Erleuchtung 2013, Träume der Schlaflosen 2015 und zuletzt Söhne der Sonne 2019 erschienen über MDM Records. Mit ihrem neuen Werk in The Tower of Ivory feiern Wagsheim ihren Einstand bei Crawling Chaos und liefern ihr bis dahin wohl reifstes Werk ab. Kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich halt die anderen Alben nicht kenne. Ich zitiere Kilt. Nie haben wir es uns selbst so schwer gemacht wie bei diesem Album. Das Grundgerüst, also Rhythmusgitarre, Bassgitarre und Schlagzeug, spielten wir live im Studio, im zum Studio aufgerüsteten Proberaum ein. Moment, wir gehen noch kurz Wave Against Walls, den vierten Song, bevor wir hier weitermachen. Also generell ist das Album scheinbar sehr, haben den Fokus auf sehr schwere Instrumente, auf einen sehr schweren Klang. Vor allem so eine entspannte Geschwindigkeit, ne? Nicht so ein brutales Durchgekloppe, was ja viele von euch auch total lieben und was auch völlig in Ordnung ist. Ich bin mehr so der Typ, so auch gerade beim Death Metal, wenn es darum geht, ist manchmal langsamer irgendwie geiler, ne? Aber ist halt eine Geschmackssache. Alles, was bis dahin, ich zitiere weiter, alles, was bis dahin als fest definiert galt, wurde in Frage gestellt und so stimmten wir nach Fertigstellung erster Demos kurzfristig Gitarre und Bass zu einem um einen ganzen Ton tiefer. Nachdem das Album komplett auf Deutsch aufgenommen war, versuchten wir es bei einigen Songs mit englischen Lyrics, was dazu führte, dass nun 5 von 8 Stücken auf Englisch sind. Weiter kam nur was uns restlos überzeugte. Auch in anderen Bereichen wurde experimentiert. Der traditionell für das Artwork verantwortliche Harvest tauschte diesmal den Pinsel gegen Silberdraht, Bunsenbrenner und Schädelknochen, um ein dreidimensionales Kunstwerk für das Albumcover zu erschaffen. Ich zeig's nochmal kurz hoch. Ja, natürlich cool, ne? Es hat dann quasi der Bassist gemacht, ne? Muss ich gleich mal gucken. Wer von den. Einer der beiden Brüder, ne? Genau, Bass und Gesang. Inhaltlich beschäftigt sich das Album mit der menschlichen Überheblichkeit, den grassierenden Zivilisationskrankheiten, Narzissmus und Geltungssucht sowie deren Auswirkungen auf die Welt. In The Tower of Pirate wird am 9. Dezember auf CD und digital im Cross. Und Frühjahr 23 gibt es das Ganze auch als Vinyl. In The Tower of Pirate entstand zwischen 2020 und 2022 im Wagsheim Proberaum. Ja, ist schon geil, ne? Also diese Tiefe von den Songs, von dieser Melodie. Schon geil. Wo ich jetzt sagen muss, ich hatte ja gesagt, dass die deutschen Texte ja gefühlt besser zur Geltung kommen. Wo ich jetzt sagen muss, das klingt schon ziemlich geil jetzt. Wave Against Walls. Aber ich würde gerne noch einen deutschen Song und da gehen wir zum letzten Song über. Das ist Wiedergänger. Das ist der 8. Song und da werden wir mal mitten im Song einsteigen. Das Ganze geht nämlich gut 7 Minuten. Ja, perfekt. Ist schon geil. Hier hat man auf jeden Fall. Muss ich aber so machen, sonst brülle ich immer so. Oh, die Gitarre, ey. Geil. Also mir, so was ich bis jetzt gehört habe, fand ich es ganz geil. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt. Ist ja halt nur kein
traditioneller Black Metal. Ich finde auch, die Stimme ist halt nicht so extrem Black Metal-lastig. Ne? Sie ist reichzend, sie ist krächzend. Aber irgendwo erinnert mich das viel an so Pagan Viking Bands. Von daher finde ich das für mich persönlich sehr angenehm. Das ist halt nicht so ein extrem roher, grauer, krächzender Black Metal Gesang ist. Finde ich super angenehm. Ich nehme an, das Harvest, oder Moment, sorry, wenn ich falsch ausspreche. Ich glaube, er wird den tiefen Part, glaube ich, übernehmen. Glaube ich. Aber es klingt halt geil. Es klingt halt wirklich geil, gerade wenn ich dieser Sprechgesang, wenn ich einfach nur reden mit diesem leicht im Hintergrund gesetzt, das klingt schon geil. Also ich werde mir natürlich immer wie immer das Album jetzt entspannt, in Ruhe drüben anhören. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr sämtliche Links zur Band, zu Crawling Chaos. Und dann holt euch das Album, ihr solltet einen kleinen Eindruck bekommen. Mir hat es gefallen, euch hoffentlich auch. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.